Also sie sind Fische um mich drumherum. Ob das Piranhas sind, weiß ich nicht. Moin moin, Matrosinnen und Matrosen. Wir stehen hier im Regen oder so. Wir ist der Tommy von Einfach Tommy und der Klabautermann von Klabautermann LP. Wir sind letztes Mal hier dieses Seil runter und erkunden jetzt, wohin dieser schillernde Fluss fließt. Ist der, der ist so irgendwie ein bisschen schillernd. Da ist ein bisschen Ölfilm drauf, oder? Das ist irgendwie sowas. Wobei das bei einem Bach natürlich total Banane ist, weil das Öl irgendwann im Bach natürlich weg ist. Nein, es ist nicht weg, es ist nur woanders. So. Pass auf, wir kommen jetzt hier runter oder sind wir am Anfang? Oder so ein Kram. So im ersten Dorf, wo wir ganz hier, am Anfang hier waren. Ist mal eine Frucht, von der kannst du dir auch mal eine nehmen, wenn wir nachher, wo ich jetzt stehe. Ich muss mir ganz kurz untersuchen, tatsächlich. Falls wir Parasitenwasser trinken müssen. Na gut, ich nehme dir eine mit. Das ist sehr lieb. Okay. Jetzt hoffe ich, dass hier blaue Pilze dran sind. Ja, ein paar sind dran. Ein paar blaue Pilze. Ich nehme blaue Pilze. Und das klingt hart merkwürdig. Oh je. Lässt du mir auch welche da? Auch welche dran? Nein, irgendwie, oder? Wir sammeln gemeinsam alle und dann teilen wir brüderlich. Eins für dich, zwei für mich. Eins für dich, drei für mich. Eins für dich, vier für mich. Wo war das nochmal? Das kommt doch irgendwo her. Das ist ein uralter Gag, da kamen 1000 Cartoons vor. Also ich habe zwei für dich hier. Warte, drei hier, ich leg sie da mal ans Ufer. Woher weißt du das? Hast du mir im Livestream auf meinem Kanal zugeschaut oder was? Manchmal, ja. Und jetzt gerade, meine ich. Die geben mir richtig Power. Ja. Können wir die Nacht mit durchmachen. Ja, klingt auch ein Plan. Ja, dann lass mal gucken, dass wir nicht in die Nacht reinkommen, bevor wir irgendwo unsere Unterkunft aufschlagen. Wohin, wohin? Wir haben doch eine Karte. Wohin? Du bist eine Pappnase. Wir sind bei 26, 27 sind wir. Das ist 26, 27 ist noch am Ufer. Lass uns mal rechts am Ufer entlang gehen. Wenn man rechts am Ufer entlang geht, ganz unten auf der Karte ist eine Markierung. Boah, weh, okay, es kommt jetzt hier ein Alligator. Und du meinst, Schwimmen in diesen Gewässern ist gesund? Total. Wenn mich irgendwas beißt, sage ich Bescheid. Okay, ich habe es überlebt. Hätte ich nicht mitgerechnet. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hab auch schon so ein bisschen... Naja, schon so damit gerechnet, dass da irgendwas passiert. Piranha, ein Krokodil. Ich habe doch eine Rüstung an. Bin doch immun gegen Piranhas. Ach so. Eine Rüstung gegen... Ich glaube, jetzt müssen wir eh schwimmen. Dann schwimmen wir doch mal in die Abkürzung darüber. Alles klar. Wow, Mama. Also hier sind Fische um mich drumherum. Ob das Piranhas sind, weiß ich nicht. Na dann. Geh ans Ufer. Oh. Nimm die Füße in die Hand. Ich komme gleich gerannt. Ich glaube, es waren Piranhas. Wie machst du das jetzt fest? Weil ich doch manchmal holst du doch aus so einer Fischfalle holst du doch was raus. Und manchmal heißt es, es sei ein Piranha. Da drüben ist eine Insel mit Felsen. Solange der Piranha genießbar Tommy, wir kommen jetzt von der Dunkelheit. Was machen wir jetzt? Darüber zu den Felsen, komm. Boah, geht das jetzt schnell? Das hätte ich ja nicht gedacht. Dass es so schnell jetzt duschter wird. Aber da stehen zumindest so Mini-Palmen und wir können uns da irgendwie vielleicht irgendwas bauen. Da liegt ein totes Tier. Das ist nicht vertrauenserweckend. Ja gut, aber nützt ja nichts. Lass uns jetzt hier ein Feuer machen und dann ist gut. Dann campen wir hier. Warte mal, ist vielleicht irgendwo in dem Felsen drin irgendwie ein Überhang oder sowas, dass wir uns das Feuer nicht ausregnen lassen?
Ja, oder wir bauen hier gerade schnell eine Unterkunft. So eine kleine. Haben wir Oh, schon lange nicht mehr oh, gemacht. hier ist ein Überhang. Was ist das? Oh, mit Malerei. Und mit Maler Ingo oder so. Oh, cool. Eine Wurfhakenpistole. Wie geil ist denn das? Ja, ich würde sagen, legen wir uns zu dem, oder? Total geil, total gerne. Es ist ein guter Kumpel bestimmt. So, okay, pass auf. Dann werde ich jetzt mal. Soll ich irgendwas bauen? Ein Feuer oder so? Soll ich ein Feuer Ein machen? Feuer in der Höhle wäre, glaube ich, nice. Ja, okay, pass auf, dann mach. Dann werde ich mich jetzt. Türgeräusche. Ich mache ein kleines Feuerchen. Auf den guten Herbert hier drauf. So. Wenn's sein muss, ja, aber. Ist ja egal. So, jetzt brauchen wir Stöckchen. Ein paar Stöckchen habe ich noch dazu gelegt, aber ich glaube, es brauchst eher Stöcke jetzt. Aber kleinere, ne? Und normale Stöcke, ne? So, sammeln. Dann sammle ich jetzt mal die normalen Stöcke. Ich meine ja, dass es normale Stöcke waren. Hier ein bisschen was zum Kochen. Sehr gut. Glut erforderlich. Jetzt muss ich mal einen Stammesfeueranzünder benutzen. Brauchst du nix. Du machst jetzt Feuer. Komm, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Ich habe gemacht Feuer auf dem. Auf dem was? Auf dem Toten. Ja. Ja, irgendwie auf dem ist ein bisschen makaber. Okay, zugegeben, aber irgendwie doch ein guter Feuerspot. Man kann dann hier irgendwie. Naja, egal. Ich hole mal mit meinem Bidon ein bisschen Wasser. Wasser. Du kannst ansonsten auch Dreckwasser trinken. Ich habe hier von den Früchten. Die machen, glaube ich, vier So, Parasiten, zwei. ich koch jetzt direkt was ab. Okay. Hast du Kokosnuss dabei? Kokosnuss lag hier vorne. Okay. Ah, ich habe auch eine mitgenommen. Hier lag da vorne eine Kokosnuss. Mann. Wo sie hin? Wo kamen sie her? Wir sind hier hochgekommen. Und dann lief ich. Dann lief ich hier hoch. Dann liefen wir hier irgendwo lang. Aber wo ist sie hin? Das weiß nur der Alligator. Jetzt morgen Mist. Wir hatten doch. Achso. Komm her, bewaffnet. Okay, wo ist die Nuss? Ich meine, hier war doch vorhin irgendwo eine Kokosnuss. Also wie gesagt, ich habe eine halbe Kokosnuss habe ich am Start hier. Die habe ich mitgenommen aus unserem letzten Camp. In weiser Okay. Voraussicht. Vielleicht wäre ich auch mal so schlau gewesen und hätte mir mal sowas mitgenommen. Das wäre tatsächlich ganz gut gewesen. Ich werde mal vorsichtig hier lang schleichen. Sag dem Alligator schönen Gruß von mir. Ja, mache ich, mache ich, mache ich. Die normalen Frösche waren. Ach, hier sind. Ach Gott, das sind Ameisen. Ameisenhügels hier. Okay. Hier ist die Feder. Ich gehe mal andersrum. Ich schleiche mich mal. Wir sind doch noch ein Stückchen an der Wand lang gelaufen, ne? Das heißt, Du suchst jetzt immer noch eventuell. die Kokosnuss? Ich will diese Kokosnuss haben jetzt. Hier lag doch vorher eine. Da ist sie. So.
So. Ich werde jetzt erstmal was köcheln. Und zwar trinke ich erstmal die Nuss aus. So. Dann sammle ich das. Und dann wirst du sehen. Ich pack mich mal dahin. Dann werde ich sehen. Ja, wirst du. Werde ich das? Pass mal auf. Ja, pass mal auf. So. Alles klar. Dann mach ich jetzt hier ein bisschen Wasser rein zum Abkochen. Und dann gibt es jetzt erstmal Schneckensüppchen für jeden. Tommy und seine Schnecken. Ja, jetzt mal ohne Mist. Das ist das beste Zeug, was du in kurzer Zeit auch herstellen kannst. Mhm. Ich glaube, ich muss mich jetzt mal schlafen legen und muss mal kurz AFK gehen. Ich habe mein Handy nicht ausgeschaltet und das rappelt gerade. Ich bin mal kurz im Bettchen, bin gleich wieder darf da. Darf ich dein Süppchen trinken? Ja, natürlich. Du kannst alles haben, was ich da habe. Ja, sehr gut. Sehr gut. So, während der Herr liebe Klabautermann RP sich um sein Handy kümmert, werde ich Trockenfleisch essen. Und eventuell vielleicht mal überlegen, ob ich eventuell ein Tier jagen gehe. Irgendwas, was Tier irgendwie. Beziehungsweise er liegt darum, ich müsste glaube ich auch mal pennen. Nur bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. So. Ich probiere mal, ob das funktioniert, da einen Frosch hinzulegen. So, der Frosch muss erstmal gesammelt werden. So, jetzt haben wir den gesammelt, ja, und wir haben hier tatsächlich, haben wir ein bisschen Krötenfleisch am Start. Das werden wir gleich mal essen. So. Braucht tatsächlich ein bisschen. Egal, ich schleiche mich nochmal raus. Eventuell haben wir ein bisschen Glück und finden noch einen Frosch. Da können wir direkt noch was beraten. Eine Feder. Ein Frosch. Ich will mich auch gar nicht so weit entfernen, weil ich bin tatsächlich ultra groggy. Ich würde aber, beziehungsweise 14 Stunden, ich esse das mal. Und das mal, aber irgendwie bringt mich das auch nicht weiter. Ne? Das bringt mich überhaupt nicht weiter. Es wäre schön, wenn der Herr Klabautermann irgendwie, weil dann hätte ich doch schon längst irgendwie mal. Ich penne jetzt auch mal. Irgendwie scheint es zu funktionieren tatsächlich. Ich kann nämlich tatsächlich nur dann effektiv jagen, wenn ich fit bin. Tatsächlich war ich nicht fit. Und ich hoffe, dass der Klabautermann jetzt endlich mal wieder zurück ist, weil wegen seinem Handy. Also wirklich. Klappen. Ja, die Umulu-Korb hat mich angerufen. Wir sollen dringend ihren Hubschrauberlandeplatz. Nein, ich wache über deinen Schlaf. Du siehst total süß aus. Wenn du ja, so friedlich schläfst, dann ist er weg. Ja, jetzt bin ich ja quasi wieder am Start. Und weißt ja, wenn Arbeitgeber anruft, dann Omelu Corp ist einfach wie Gott hier auf diesem, in diesem Bereich der Welt. Ist recht. Ich werde mal kurz jagen gehen. Ja, ja, ich bin gerade so ein bisschen unsicher. Wir haben jetzt Vollmond. Du hast geschlafen, ich habe geschlafen. Wir könnten eigentlich auch weiterziehen, oder? Gern. Dann lass uns mal loslatschen. Ja, ich lade schon. Also hier kann ich man. Ich folge dir auf Schritt. Ja, genau. Ich nehme auch mal meinen Pfeil und Bogen raus. Ich folge dir auf Schritt. Weißt du, was ich geträumt habe? Ich habe geträumt, du hättest eine Kröte gebraten und ich hoffe, ich weiß, was der tut. So. Ja, komische Träume hast du. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Dann müssen wir wohl wieder schwimmen, oder? Nach da drüben oder? Mehr zum Ufer hin. Halt, warte, bevor du schwimmst.
Nicht bewegen. Ich glaube, das sind Piranhas. Nein, komm. Sie flüchten. Man kann hier so ein bisschen durchhangeln, so Insel-Inselhopping betreiben. Jo. Hüpf. Irgendwas war doch hier. Ach so, ein dreckiges Wasser. Hier kann man, glaube Hüpf. ich, lang. Hier kann man, glaube ich, lang. Guck mal so in die Richtung. Da, wo ich jetzt hin zeige, mit dem Pfeil. In die Richtung. Ja. Da will ich irgendwie hin. Das sieht irgendwie interessant aus da hinten. Ich weiß nicht, ob da irgendwie die Karte zu Ende ist oder so. Können wir doch gucken, wir haben noch eine Karte. Oh, was Also ist das ich. hier? Da! 23, 33. 23, 19, 30. Okay, wir sind schon aus der Karte raus. Aber guck mal auf der Karte bei 27, 33, 27, was ist denn das dann? 27, 31. Da ist ein Punkt. Da hätte ich jetzt hingewollt. 27, 31. Oh. 27, 31. Stonehenge. Und in der Mitte ein Tommy, ob das gut geht. Was habe ich gesagt? 27,33. 31. 27, 33. 27, 31. Ja, könnte man mal anpeilen. Wollen wir das machen Also, oder wollen wir dann hier blind? müssen wir halt krass Richtung Westen gehen. Also gehen, schwimmen, hangeln, wie auch immer. Krass Richtung Westen. Also muss Lass ich uns durch diese krass Richtung Pforte hier Westen. durchgehen. Ich passe nicht durch. Ich bin zu dick, Ja, verdammte Scheiße. du bist, Da sind noch mal Koffeinpilze. Ihhh, und ein Kadaver. Das Kadaver ist eklig. Das summt zu meinen Füßen. Und es bewegt sich. So, wie kommt man jetzt am besten nach Westen rüber? Hier, Also oder? quasi zurück, wo wir waren. Ja, da hinten ist auch irgendwas. Irgendwas steht doch da im Wald, oder? Oder ist das ein großer Fels? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt einfach krass Richtung Westen. Krass Richtung Westen. Gut, dass wir so einen Vollmond haben. Da geht er, der Tommy. Mit Schwimmbewegung geht er da lang. Ja, ich habe meine Schwimmhilfen angepackt und dann geht jetzt ratzfatz. Ich schleppe 50 Kilo durch die Gegend, bergauf. Ich bin ein Held. Ja, ich weiß. Töte die Schildkröte. Töte die Schildkröte. Ich habe Schildkröte gesammelt. Und jetzt bin ich wieder Das war fertig, kein gell? Fels. Hier stehen Zelte. Aber sie sind zu. Ah, deins ist offen. Liegt doch Wieder aller möglicher oh, Junkfood. Dosenrindfleisch. Cool. Wer will denn sowas? Ich will ordentliches Dschungel essen. Genau, Mac Dschungel. Hier, scheiß Militär. Instant Kaffee, das klang gut. Das brauche ich gleich auch nochmal. War da eben Maler Ingo? Hab ich was gehört? Oder hast du irgend. Ja, irgendwas ist hier. Ja, in der Ecke vom Zelt. In der ich bin. Wollen wir ihn überfallen? Rechts rum? Ums Zelt? An der Zeltwand lang? Folgt mir. Nicht links rum, rechts rum. Andere rechts. Er hat aufgehört zu singen, oder? Ich bin noch nicht nah genug ran. Ja, doch, ich höre ihn wieder.
gespottet. Wo denn? Ich kann ihn nicht sehen. Zwei? Ja, ich sehe weder den einen noch den anderen. Sicher nur zwei? Mhm. Ich weiß nicht wieso, aber der hat einen Pfeil im Kopf. So, nehmen, erweitern. Kann ich den? Kein Platz beim Rucksack. Austauschen. Super. Haben die hier noch ein paar Pfeile mit am Start? Ich habe eben einen Stammespfeil da liegen sehen. Ja, okay. Ja, super, dann können wir jetzt wieder zurückgehen. Wie gut ist denn mein Bogen noch? 38%. Kann ich den vielleicht auch noch austauschen? Da liegt doch noch einer. So, dann können wir uns jetzt hier, glaube ich, irgendwo hinlegen und mal Spiel speichern. Stimmt, das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Ja, das sollten wir vielleicht machen. Das sollten wir vielleicht machen. Ist das hier? Ufts. Müllsäcke. Wieso liegen hier Müllsäcke und warum werden die Müllsäcke hier verbuddelt? Was? Oh, ich habe eine Karte gefunden auf dem Weg zu den Betten. Was stimmt mit diesen Menschen nicht, die in den Dschungel kommen und dann Müllsäcke vergraben? Warum? Da, wo ich bin, ist eine Karte, aber du siehst mich nicht mehr. Doch, ich sehe dich. Ich bin nur eine Projektion. Was? Wer spricht da? Wer spricht da? Die Projektion vom Klabbi. Da geht's. So, was haben wir hier? Order 42. Wir haben den Sinn des Lebens gefunden, Klabbi. Das ist cool. Das ist gut, ne? Jetzt bin ich wieder dabei. Sehr gut. Aber du hast die Karte immer noch nicht gefunden. Nein, aber ich habe einen Beamer gefunden. Direkt hinter dir. Und einen Drucker. Direkt hinter dir liegt die Karte. Aber die ist in Verwendung. Super. Hab ich toll gemacht, oder? Guck mal, bei dem Stonehenge waren wir schon. Und da wären wir tatsächlich sowieso nicht weitergekommen. Huch. Hier ist die Karte. Noch eine weiter. Okay, wir sind jetzt. Ich muss unbedingt wissen, was bei 31,35 ist. 31,35. Ja. Und dann haben wir noch. Oh mein Gott, wir können dieses Spiel einfach nicht pausieren. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Weil wir noch zu viel zu entdecken haben. Tja. Also, ich gehe jetzt hier mal eine Runde. Nee, Pen ist falsch. Wo kann ich denn hier speichern? Ich kann hier nicht speichern. Hast du irgendwas gefunden, wo man speichern kann? Noch nicht. Wir müssen uns das bauen. Also, ursprünglich. Ich sag mal so. Wir hatten tatsächlich. Wir können jetzt müssen wir mal so rauskommen mit der Sprache. Ja. Wir wollten nämlich Green Hell tatsächlich erstmal ein bisschen unterbrechen. Um anderen Projekten nochmal die Chance zu geben, gespielt zu werden. Darunter natürlich halt auch Raft, wo wir halt auch unterbrochen haben. Und noch vielleicht noch so ein, zwei andere Sachen. Jetzt merke ich aber allerdings gerade, lieber Klabbi, das ist vielleicht gar nicht so. Jetzt bin ich doch so ein bisschen angefixt irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich muss hier tatsächlich noch ein bisschen erkunden. Also Vorschlag, Tommy, wir könnten doch mal die Zuschauer unter diesem Video sich äußern lassen. Wollt ihr, dass wir das weiterspielen, weiter erkunden? Oder sollen wir umschwenken und nochmal neu anfangen, aber im Multiplayer? Das ist auch eine Möglichkeit, die möglich ist. Das stimmt. Im Multiplayer ist jetzt ein, zwei Tagen draußen. Just in diesem Moment, also für die Zukunft. Also, ne, dann würden wir sozusagen, huch, das hat mich aber erschreckt hier, die Schildkröte. Dann würden wir sozusagen diese Version hier pausieren oder mal gucken, ob uns irgendwas einfällt, wie wir damit weitermachen. Aber genau. Schauen, dass wir uns den Multiplayer nochmal antun.
Ja, also den Multiplayer Story würde ich schon irgendwie gern probieren. Ja, das meinte ich, Multiplayer Story. Genau. Genau. Das wäre so, wo ich sagen würde, yo. Und was ich hier gerade mache, ist total das Cheaten. Ich kann nämlich mit den Pfeilen, kann ich die Schildkröte nicht töten, aber jedes Mal, wenn ich den Pfeil da reinschieße, besteht eine Chance, dass ich meinen Bogenskill skille. Bist du ein Fuchs? Nee, bin ich gar nicht. Ich glaube, sie haben es abgeschaltet. Der Bogen, doch, da Bogenschießen plus eins. Da kam er wieder. Ah, jetzt habe ich aus Versehen die Schildkröte kaputt gemacht. Scheiße. Ja, pass auf, dann müssen wir jetzt aber in dieser Folge noch irgendwie einen Speicherpunkt bauen. Ja, okay, lass uns den Speicherpunkt bauen. Und Dann war das ein Krokodil? Nee, war es aber gar nicht. hier zwischen den Zelten irgendwo am besten, glaube ich. Dieses Spiel, Green Hell, Macht hat es mir süchtig. tatsächlich so ein bisschen angetan. Ich weiß auch nicht. Ich hätte hier noch einen langen Stock tatsächlich am Start. Wir brauchen erst noch ein, zwei kurze Stücke, aber Hier liegen hier, zwei Stöcke. jetzt kannst du den langen, kannst du einen bauen, einpflegen. Zack und rein. Da noch zweimal langer Stock. So. Achso, Quatsch. Was mache ich denn? So, langer Stock Nummer 1. Oh weh. Hier liegen jetzt ganz viele lange Stöcke. Aber ich laufe gerade sehr lang. Nee, du musst nicht mehr. Wir haben schon genug. Nein, ich will. Haha, ich darf. War das schön. Das war sozusagen die Green Hell Stockolympiade. Sozusagen. Aber wir brauchen geblättriges Geblätter-Zeugs. So. Kann ich Wer das hier kann die nehmen? meisten Blätter tragen? Ich. Nicht. Ich find gerade tatsächlich keine Blätter. Du steht im Urwald und findet keine Blätter. Jetzt mal ohne Mist. Ich finde keine Blätter. Glaubst du das? Also zwei fehlen noch. Zwei Blätter? Ich bringe zwei Blätter mit. Ich habe welche gefunden. Bin ich hier beruhigt. Dann werde ich mal Spiel speichern. Ja, ich möchte speichern. Mach das zur Sicherheit, mache ich das auch nochmal. Genau. Und wie viel bleiben so? Ihr entscheidet mit einem Kommentar unter diesem Video, entweder beim Klubby und oder bei mir, am besten natürlich unter jedem Video, wie wir hier in diesem Multiplayer weitermachen sollen oder ob wir weitermachen sollen. Und Und ihr könnt mal schauen, ob oben rechts ein kleines i zu sehen ist. Vielleicht kriegen wir auch eine Voting-Infokarte hin. Dann könnt ihr da auch voten. sozusagen. Eventuell. Aber ja, Aber kriegen wir hin, kriegen wir hin. Schaffen wir. irgendwie kommen wir schon zusammen. Plan ist dann, wie gesagt, ja, ein bisschen euch einfach ein bisschen Abwechslung zu bieten. Werden wir das jetzt einfach so handhaben. Also, lasst es uns wissen. Bis demnächst, was hier passiert. Ich bin maßlos verwirrt. In diesem Sinne. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und dann haut rein. Bis zum nächsten Projekt und oder hier. Wir werden sehen. Abo, Däumchen, kommentieren und weitersagen. Genau, macht's gut, bevor mir schwindlig wird.